Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir haben viel zu tun nach diesem gewonnenen Krieg, den wir so mit Ach und Krach, naja, ist vielleicht auch ein bisschen zu pessimistisch, defätistisch geäußert. Nein, wir haben unser Kriegsziel erreicht, darum ging es. Wir wollten hier einen Fuß in die Tür haben von der Elfenbeinküste. Ja, die Kosten waren hoch. Wir haben fast unsere gesamte Flotte verloren, muss man dazu sagen. Das war es dann aber auch. Viel mehr haben wir nicht verloren. Und das können wir relativ schnell ersetzen. Es ist eher eine Zeitfrage als eine Geldfrage. So, jetzt müssen wir ein bisschen was umorganisieren. Als erstes fahren wir mal hier die 5000 Mann hier hin. Die 5 Flotten, die 5 Schiffe, um die hier einzuladen und dorthin zu bringen. Das wird dann dort unsere Garnison. Dann will ich als erstes mal hier die Kriegsmüdigkeit selbst verringern mit diplomatischer Macht, weil das hilft uns sehr viel bei Rebellen und auch bei Kosten, was Kernprovinzen betrifft. Genau, und dann machen wir jetzt alle. Cayor, Paiute, das ist in Nordamerika, Yuki. Brauchen wir alles. Sehr schön. Soweit, so gut. Was übrigens prima ist, durch unseren neuen Berater sinkt jetzt tatsächlich von selbst sogar die Inflation. Das ist hervorragend. Darum brauchen wir uns also nicht mehr groß zu kümmern. So, dann sollten wir unbedingt mal ein paar Beziehungsverbesserungen anstreben. Das haben wir ein bisschen schleifen lassen. Schaut ihr es mal an. Hier die Vizekönigreiche. Das ist schon gefährlich. Sieht es da aus? Unser Land anschauen. Hier auch nochmal. Achso, da waren wir gerade. Dann eben hier. Senden und hier jetzt? Nee. Guck nicht so genau hin, hier auch nicht, hier. Gut, dreimal. Mehr Diplomaten haben wir derzeit auch nicht. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen was mit der Armee machen. Die zieht zurück, das ist soweit okay. Wir werden jetzt hier die schon mal aufteilen. Wir werden die leichten Schiffe da rausholen, wie immer. Sammeln wir sie erstmal alle hier unten. Und dann schicken wir sie als Handelsschutzflotte los. Das ist auch wirklich dringend notwendig. Wenn man sich mal anschaut, ohne die leichten Schiffe haben wir hier nur 29% in unserem Handelsplatz. Oh Mann. Das kommt, weil die Portugiesen hier mit wahnsinnig vielen leichten Schiffen unterwegs sind. Also als erstes gilt es, ganz, ganz viele weitere leichte Schiffe zu bauen, um wenigstens wieder so 50-60% zu bekommen, denke ich mal. Deswegen werde ich direkt nochmal welche in Auftrag geben. Auch wenn noch welche im Bau sind, aber das ist egal. So, weit so gut. Dann gehen wir erstmal hier runter nach Asien. Und auch hier müssen wir ein bisschen was gucken. Wir werden die Armee zusammenlegen. Dann werde ich hiervon, nehme ich mal 5000 Mann, nehme ich mal eine Kanone und noch eine Kavallerie mit. Und die, da werden wir jetzt wiederum 5 Transportschiffe wegnehmen. Und die habe ich jetzt... Ach, ich habe 6000. Oh, Leute. Nochmal das Ganze. 1, 2, 3, 4, 5. So. Wenn ich die jetzt auf das Transportschiff ordne, nimmt er dann automatisch das kleine? Bin mir nicht ganz sicher. Ja, macht er. Sehr schön. Genau, weil die will ich jetzt hier nach Südafrika bringen. Da haben wir jetzt keine, unsere Garnison verloren. Die möchte ich aber haben. Deswegen sollen die dorthin segeln. Die restlichen 32.000 Mann teilen sich einfach auf. Der eine Teil... Ach so, wir müssen jetzt die Transportflotte nehmen. Alles klar. Dann nimmt der eine Teil die restliche Transportflotte und segelt dorthin. Okay, super, dann haben wir das geklärt. Dann haben wir hier unsere leichten Schiffenüberreste. 29, immerhin, ist ja doch ganz ordentlich. Gucken wir uns mal die Handelskarte an. Hier sind wir bei 49%, was nicht gut ist. Hier sind wir bei 80. Ich denke ganz klar, wir müssen hier in Malakka was tun. Deswegen senden wir sie auf Handelsschutz nach Malakka. Es wäre irgendwie cool, wenn er mal den nächsten gelegenen Umschlagplatz einfach automatisch anzeigt. Senden. So, das hätten wir auch erledigt. Dann
erinnere ich mich hier an dieses Ding mit den 5000 Soldaten. Die kommen auch wieder aufs Transportschiff und zurück nach China. So weit, so gut. Dann werden wir hier auch mal Schiffe bauen. Und wir beginnen lieber mal mit Großschiffen. Denn wir haben ja jetzt hier gar nichts mehr. Es wurde ja wirklich alles vernichtet. Und hier will ich auf jeden Fall auch so 20, 30 Großschiffe liegen haben. Hier kann es immer mal zu Kämpfen kommen. Okay, die sind auch im Bau. Ja, ach so. Dann ein wichtiger Punkt, den ich schon wieder ein bisschen länger versäumt habe. Das sind die Handelshäuser. Die hat sich ja ein bisschen was getan. Hier muss was dazu kommen. Okay. Hier auch. Okay. Hier glaube ich nicht. Nee. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Da ist alles soweit in Ordnung. Hier hat sich, glaube ich, auch nichts verändert. Nein. Aber hier ist ja unsere neue Provinz dazu gekommen. Insofern, ja, derzeit haben wir nur 23%. Ich weiß nicht, ob sich das Handelshaus jetzt etwas erhöht. Und wir haben ein Handelshaus-Boom. Na, hervorragend. In den Molukken. Und ein Teil ihres Erfolgs beginnt nun nach Spanien zurück zu schwappen. Oh, wow. 10 Jahre lang plus 10%. Das ist krass. Das ist viel. Nutzen wir diesen Trend aus. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Waffenstillstand mit Mutapa endet. Ach so, hier wollten wir, genau, hier wollten wir die 5000 einladen. Und vermutlich, hier ist das Revolten, obwohl, es geht jetzt 3,4. Vielleicht brauchen wir ja gar nicht die Autonomie erhöhen. Wenn da noch eine Armee hinkommt, ist das, glaube ich, auszuhalten. So. Die Soldaten sind auch auf dem Rückweg. Das ist soweit in Ordnung. Prima. Aachen, Frieden mit Österreich. 10% Kriegsreparationen, Dukaten, das war's aber auch schon. Nichts weiter. Keine Gebietsverluste. In Europa wird der Status quo gewahrt, wie man sieht. So. Tja, viel schneller können wir, glaube ich, nicht so richtig ausbauen. Ich weiß gar nicht. Oh, die Osmanen sind bankrott gegangen. Oh Gott. Stabilität um 3. Ja, das ist klar. Die sind ja gar nicht mehr existent. Ich meinte, was soll denn das? Warum verhandelt ihr nicht jetzt endlich mal einen Frieden? Ist ja auch lächerlich. Das müsste eigentlich jeden Moment passieren. Da ist nichts mehr zu erobern. Haben die denn überhaupt noch Verbündete? Albanien, Tunesien, Tlemcen. Ach, Tlemcen gibt es auch noch. Okay. Noch als ein Provinzland. Hatte ich gar nicht im Blick. Wolle. Wir haben Berichte aus Kahuja behalten. Dort wird Wolle produziert. Warum sind das eigentlich immer gute Nachrichten? Ich weiß nicht, ob Wolle nun so gute Nachrichten sind. Aber gut. Die Boten, die sind halt immer so drauf, die wollen keine schlechten Nachrichten übermitteln, deswegen behaupten sie, es sind alles gute Nachrichten. Mali verwestlicht. Ist ein Ding. Das hätten sie eigentlich schon länger machen können. Hat das was mit uns zu tun? Ich weiß es nicht. So, hier sind noch 2 Schiffe, die tun wir da noch mit rein. Und dann beginnt die Rückkehr hier zu diesem Handelsposten. Handelsschützen. Unser wichtigster Punkt hier, Sevilla. Senden. Okay. Burgund bricht das Bündnis mit Pisa. Die Armeen ziehen wir mal zusammen. Hier haben wir eventuell schon 12 Großschiffe wieder. Und wir beginnen damit mal, sie wieder stillzulegen. Denn ich glaube, oh, Polen, Frieden mit Tunesien. Die waren wohl Bündnispartner. Dann wird hoffentlich bald auch der Frieden hier mit den Osmanen geschehen. Jetzt Utrecht, Frieden mit Österreich. Auch Utrecht verliert gegen Österreich. Und sie verlieren sogar Geldern. Oh Mann, damit gewinnt doch Österreich doch eine reiche Provinz hinzu, muss man einfach mal sagen. Und einen Hafen. Das ist ja auch nicht unwichtig.
Verträge mit Böhmen und Schweden müssen aufgekündigt werden. Naja, hätte ich nicht gedacht, dass Österreich aus dieser Nummer doch noch gestärkt herausgeht. Porzellan in Bicol, das sind aber wirklich gute Nachrichten. Diesmal ja. So. Irgendwas. Burgund, Bündnis mit Lothringen. Hansebund, Bündnis mit Russland. Ich warte jetzt wirklich auf den Frieden hier. Sehr schön. In Sansibar gibt es keine Heretiker. Und das bringt mich zu dem Punkt, dass wir irgendwie noch gar nicht investiert haben an Papsteinfluss. Kann das sein? Doch, haben wir. Aber wir können noch ein bisschen mehr investieren. Wir wollen mindestens ganz oben dabei sein, denn wir kontrollieren immer noch die Kurie. Österreich bricht das Bündnis mit dem Kirchenstaat. Darüber sind wir enttäuscht. Was ist denn das für ein Signal? Merkwürdig. Was haben sie vor? Nun sind sie im Frieden, nun tun sie sowas. So, sie haben ja offenbar einen völligen Wechsel der Außenpolitik. Litauen ist kein Rivale mehr. Dafür ist Schweden jetzt Rivale und der Hansebund schließt ein Bündnis mit Österreich. Na sowas. So, Dulkadir, Frieden mit den Osmanen. Okay, und sie kriegen die ganzen Provinzen. Also, was heißt die ganzen? Natsch tritt Janbu an Mamelucken ab. Alles klar. Das heißt, Polen kann hier noch weiter erobern. Ja, machen sie auch direkt. Aber jetzt ist es geschehen. Oh ja, es gibt hier noch einen kleinen Zipfel. Und ansonsten ist Polen ein wahnsinnig mächtiges Reich geworden hier. Und von die Osmanen sind wirklich nur noch ein Schatten ihrer selbst. Wie viel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Provinzen bekommen sie. Polen ist uns wohlgesonnen und wenn mal irgendein König wiederkommt, der europäische Politik betreiben wird, dann wird er in Polen einen sehr interessanten Bündnispartner haben. Das ist schon mal ganz klar. Was haben wir hier? 7 leichte Schiffe, da nochmal eins. Bringen wir sie zusammen und schicken sie auch auf die Hohe See, um den Handel in Sevilla zu schützen. Können wir uns gleich nochmal angucken, wie sieht es denn jetzt aus? 38% immerhin. 40 durch die 9 Schiffe. Krim ist verwestlicht. Ja, das wird was. Bauen wir hier eigentlich weiter? Ja, wir bauen weiter. Aber ich denke, wir können auch direkt schon mal die nächste Runde in Auftrag geben. Und hier oben, die sind auch fleißig. Aber da warten wir noch mal ein bisschen. Okay. Was passiert hier alles? Oh Mann, unglaublich viel. Neue Herrscher. Ich glaube, das müssen wir uns jetzt nicht im Detail angucken. Litauen-Bündnis mit Polen. Schauen wir uns mal nur die Bündnisse an. Großbritannien hat Polen nicht mehr als Rivalen, sondern Österreich als Rivalen. Oh, das ist aber auch eine interessante Entwicklung. Und ein neuer König ist dort. George III. Lancaster. Der macht ja einiges anders. Hochinteressant. Österreich als Rivale. Mamelucken haben Polen. Na gut, klicken wir das mal alles weg. Der Rest ist nicht so entscheidend. So, die nächste Silberflotte ist eingelaufen. Und wie? Ein neuer Herrscher? Wir hatten noch gerade... Ach so, der ist jetzt volljährig geworden. Jetzt ist er wirklich an die Spitze von Österreich gerückt. Alles klar, soweit. Café in San Luis. So. In Bicol, da sind aber wirklich... Entschuldigt, da sind aber wirklich widerspenstige Aufständische. Immerzu gibt es da Ärger. Okay, und hier, was haben wir denn hier? Die Marokkaner, die ihre Provinzen zurückholen. Dieser Krieg geht auch wirklich ewig und Frankreich möchte Kantabrien. Also mit Frankreich, da muss man ja echt ein bisschen aufpassen. Ist die Frage, ob wir uns an die Seite von... Aber ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass sie das wagen werden. Ich meine, sie sind voll auf protestantischer Linie. Schaut euch das mal an. Bündnis mit Preußen und Böhmen. Also das... Puh,
Klar. Also wenn wir uns absichern wollen, machen wir ein Bündnis mit Mailand. Ich denke, das ist jetzt als Signal sogar ganz gut, das jetzt zu tun. Um einfach um Frankreich hier mal zu signalisieren, was los ist. Kleve. Da gibt es noch einen Krieg, von dem ich gar nichts wusste. Kleve wird Verträge mit Österreich. Kleve zahlt. Kein Gebietswechsel. Wow. So, Mailand. Bündnis mit Großbritannien auch noch. Okay. Damit haben wir den gleichen Bündnispartner. Und jetzt kommt nochmal die Anfrage. Staatsehe aus Mailand. Jetzt akzeptieren wir sie. Großartig. Und was ist hier los mit Cusco? Warum haben wir keinen Kriegsgrund? Weil wir keine Grenze mehr haben. Aber wir haben noch eine Grenze. Oder sind sie verwestlich? Oder was ist das? Wir haben doch sogar einen Anspruch. Ja. Wir hätten einen Rückeroberungsanspruch. Aber sie sind verbündet. Cusco ist verbündet mit Großbritannien. Na toll. Na, da haben sie sich ja was ganz Tolles ausgedacht. Das wird uns jetzt relativ wenig ärgern. Ist halt eine Provinz nicht in unserer Reichweite. Das stört wenig. So, Handelsschützen Sevilla ist das Motto der Stunde. Gucken wir uns das nochmal an. Wir haben jetzt immerhin 42%. Und es gibt ein Bündnisangebot aus Österreich. Aber das wird unsere Königin jetzt nicht mehr annehmen. Weil, wie gesagt, für die europäische Diplomatie fehlt hier irgendwie das Händchen, das Interesse. Man kann es schwer erklären. Vielleicht will sie das ihrem Nachfolger überlassen. Jetzt ist es soweit. Marokko tritt Gafsa an Tunesien als Kernprovinz an. Okay, Vasalisierung von Togur wird beendet. Das ist aber auch ein Witz. Na toll, das war ja ein ewig langer Krieg. Und Marokko hat relativ wenig verloren, muss man mal sagen. Oh, ich sehe gerade, wir haben freien Beraterplatz. Das ist natürlich sehr schlecht. Spionageoffensive oder globale Zölle? Ja, dann nehmen wir doch glatt globale Zölle. Wow, das wird einiges bringen. Wie sieht es eigentlich aus mit unseren Einnahmen? 107. Wahnsinn. Wahnsinn. Kolonien könnten wir eigentlich ein, zwei mehr machen. Aber das Problem ist, ich will jetzt hier aus Tachi nichts abziehen, weil das jetzt wichtig ist für die Kolonialnation, die da entstehen soll. Kalifornien. Ja. Deswegen brauchen wir das. Noch den Missionar dort. Sind hier die Schiffe fertig? Nein, es dauert sehr lange. Aber ich denke, wir können noch gleich mal die nächsten in Auftrag geben. Kriegsgaleonen. Wieder in Flores. Ja, und wir bauen natürlich auch wieder weiter. Das machen wir. Aber da schauen wir uns nochmal genau an. Korruption. Entweder Probleme lösen oder ignorieren. Und wir halten drei. Wisst ihr was? Wir ignorieren das. Das stört uns jetzt nicht. Stabilität ist doof. Stabilitätsverlust ist doof. Elsass ist reformiert geworden. Okay. Okay. Und die ist selbsterhaltend. Sehr gut. Dann können wir hier nochmal mit den 2000 Mann rüber marschieren. Und damit haben wir jetzt bald 4. Und wenn die Kernprovinzen da sind, sind es 5. Und dann kann es hier mit der neuen Kolonialnation losgehen. Und hier wollen wir mal weiter kolonisieren, und zwar in Richtung der Huronen, die dann greifbar sind. Und dafür schicken wir unsere 4000 Mann jetzt hier hin. Okay. Ich sehe gerade, hier haben wir auch nochmal eine 5er Transportflotte. Die brauchen wir da eigentlich gar nicht. Oder eigentlich brauchen wir die 2er da nicht, weil wir haben 4 hier. Dann schicken wir die mal wieder nach Hause. Ich will sowieso nicht, dass die Transportflotte da oben steht. Die sollen wir nach Valencia. Gut. Sind hier eigentlich... Ja. Nee. Wir haben hier... Oh Gott, wir haben ja unsere 5000 Mann hier noch gar nicht angelandet. Na sowas. Österreich bricht Bündnis. Mali Bündnis mit Marokko. Oh, das wird ja mal interessant. Das ist natürlich ein heftiges Bündnis, wenn die beiden da noch zusammengehen. Naja.
falls unser Thronfolger sich darum kümmern wird, wird das nicht leichter haben. Das Bündnis ist schon wieder zu Ende, Burgund. Was hat Burgund für ein Bündnis? Auch mit Preußen und mit Lothringen. Pah! Das ist ja interessant. Portugiesisch-Brasilien hat Portugal den Krieg erklärt. Kolonialabhängigkeit als Kriegsgrund. Oh, Leute. Hochinteressant. Das wird Portugal vor große Probleme stellen. Und die Frage ist, ob wir irgendwie mit rumfummeln an dieser Sache. Auch wenn wir natürlich eine gewisse freundschaftliche Beziehung haben zu Portugal. Aber da reiben wir uns doch klammheimlich die Hände. Wir werden natürlich nicht in einen Krieg eintreten. Aber vielleicht gibt es heimliche Unterstützung. Wäre doch eine Möglichkeit. Aber, liebe Freunde, das überlassen wir mal der Königin, die noch immer lebt. Und mit dieser Botschaft beenden wir dann auch diese Staffel. Im Alter von 80 Jahren wird also Maria Theresa noch munter weiter regieren und sich möglicherweise hier auch noch einmischen in diese Geschichte. Liebe Freunde, die Staffel ist erstmal wieder zu Ende. Es wird dann sicher weitergehen im üblichen Rhythmus. Tja, und das ganze Volk wartet auf Alfonso. Aber Maria Theresa denkt gar nicht daran, abzutreten. Nein, nein. Vielleicht denkt sie sich auch noch andere hübsche Dinge aus, aber erstmal muss sie mit Portugiesisch-Brasilien. Dazu muss sie eine Haltung finden. Mal sehen, was sie tun wird. Also, bis bald, macht's gut. Euer Steinbein.